In den letzten Videos ging es bei der Berechnung um die OEE und die ersten Praxistipps zum Thema, wo fange ich an? Bei der Verfügbarkeit, bei der Geschwindigkeit oder bei der Qualität. In diesem Video beschäftigen wir uns näher mit dem Thema Geschwindigkeit bzw. Leistung. Als zweiten ganz wichtigen Faktor bei der OEE und vor allem typische Probleme aus der Praxis, für die ich meine Ideen hier im Video verrate. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. In allen produzierenden Unternehmen, in denen ich als Coach zum Thema OEE war, wurde die betrachtete Maschine deutlich unter den maximalen Geschwindigkeiten gefahren, als der Hersteller im Handbuch angab. Es wurde bei einem genauen Blick sogar noch viel besser. Die Maschinendaten, die automatisch erhoben wurden, haben das anfängliche Bild der OEE verzerrt dargestellt. Was war da wirklich passiert? Wenn die Maschinensensoren einen Stillstand feststellten, dann musste der Maschinenführer einen Grund dafür an seinem Leitstand eingeben. Also zum Beispiel Rüsten oder zum Beispiel sonstige Störungen oder das Abfallband hat irgendwie nicht funktioniert oder wie auch immer. Da es recht viele Kurzzeitunterbrechungen gab, musste man und man wollte den Maschinenführer nicht zu viel Bürokratie belasten wollte, wurden die Stillstände erst ab einer Dauer von ungefähr 5 Minuten als Stillstand registriert. Was war dann die Auswirkung? In einer Stunde wurden 1000 Stück des entsprechenden Gutes hergestellt. Nach den Maschinendaten gab es 3 Stillstände mit mehr als 5 Minuten Dauer. Das Muster, ob die Maschine läuft oder nicht läuft, sah so aus. Nach den Daten lief die Maschine also 39 Minuten und hat 1000 Stück produziert, was eine Geschwindigkeit von 25,6 Stück pro Minute bzw. 1538 Stück pro Stunde ergab. Das war ein ziemlich niedriger Wert, da die Maschine laut Hersteller 3000 Stück pro Stunde herstellen konnte. Das ist eine Leistung von gerade mal 51,3% gemäß Herstellerangaben. Tatsächlich waren aber noch 4 weitere Stillstände, die nicht als solche erfasst wurden, weil sie weniger als 5 Minuten gedauert hatten. In Wirklichkeit lief die Maschine nur 23 Minuten und hat die 1000 Stück hergestellt. Das bedeutet, der Maschinenführer hat die Maschine mit 2609 Stück pro Stunde gefahren. Und das ist eine tatsächliche Leistung von 87%. Merken Sie den Unterschied? Wenn ich nicht an der Maschine gestanden hätte und die Wirklichkeit mit den Daten der Erfassung verglichen hätte, wäre das nicht mehr aufgefallen. Denn man hatte vergessen, diese ab 5 Minuten wird es erst erfasst, entsprechend darzustellen. Das wurde irgendwann mal eingestellt und dann haben es alle vergessen gehabt. Man hätte zu Unrecht dem Maschinenführer unterstellt, sie würde zu langsam die Maschine fahren, sprich bummeln. In Wirklichkeit gab es also ein massives Verfügbarkeitsproblem und kein Leistungsproblem. Mit dem Absenken von ehemals 5 Minuten bis zur Stillstandsmeldung auf 1 Minute in der Software wurde das auch in den Daten sichtbar. Sie fragen sich, das ist doch offensichtlich und banal. Ja, Sie haben recht, es ist offensichtlich und banal und trotzdem kam es vor. Mit einem Gemba Walk hätte man das vielleicht auch früher gemerkt. Wem das Stichwort Gemba Walk nichts sagt, für den habe ich hier ein tolles Video, bei dem ich alles zum systematischen Firmenrundgang erläutere. Schauen Sie da mal mit rein, wie man so einen Gemba Walk vor allem auch toll vorbereiten kann. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir tatsächlich ein Leistungsproblem an der Maschine haben und kein verstecktes Verfügbarkeitsproblem, dann lohnt sich aus meiner Erfahrung immer auch der Blick auf folgende 3 Punkte. Erstens, wird als Grund für niedrige Geschwindigkeit ein exponentieller Zuwachs an Qualitätsmängeln oder Ausschuss genannt? Zweitens, gibt es Probleme in der Materialzuführung oder Abführung? Und drittens, gab es überhaupt Standards zu den Maschineneinstellungen oder überlässt man es jedem Maschinenführer, wie er die Maschine einstellt und fährt? Schauen wir uns den ersten von diesen 3 Punkten mal genauer an. Der Maschinenführer zeigt Ihnen, wie der Ausschuss steigt, wenn die Maschine schneller fährt. Und dazu wieder ein ganz praktisches Beispiel aus meiner Beratungspraxis. In einem holzverarbeiteten Betrieb werden Kanthölzer auf allen 4 Seiten von einem großen Einzugshobel gehobelt. Werden also eingezogen und mit 4 Messern auf allen 4 Seiten gleichzeitig gehobelt. Nun abhängig von der Holzsorte, zum Beispiel Kiefer oder Buche, und der Geschwindigkeit des Einzugs, wie schnell es reinkommt, wird das Kantholz entweder sauber gehobelt oder es werden im Bearbeitungsvorgang die Astlöcher ausgerissen, was das gehobelte Kantholz für die weitere Verarbeitung in diesem Unternehmen wertlos gemacht hat. Der Maschinenführer wusste aus seiner langjährigen Erfahrung, bei welchem Holz und bei welcher Geschwindigkeit das passierte. Aber er wusste das nur mit den Dingen, die man ihm zur Verfügung stellte.
Also das ankommende Rohmaterial, so wie es halt war, und die bereitgestellten Messer aus der Schlosserei, wenn sie wieder entsprechend geschärft waren. Er wusste nicht, welche weiteren Einflussfaktoren es geben könnte und ob die in der richtigen Neukombination vielleicht bessere Ergebnisse geliefert hätten. Also bitte nicht falsch verstehen, er konnte es nicht wissen. Stichworte hierbei sind zum Beispiel Eigenschaften des Rohmaterials, die vom Unternehmen selbst beeinflusst werden können. Durch den Einkauf oder durch die Lagerung im Betrieb, zum Beispiel die Temperatur und Feuchte des Holzes oder die Astfreiheit, wenn man entsprechend besseres und astfreies Holz einkauft, ist natürlich teurer, aber vielleicht hat man damit auch einen positiven Business Case, in dem man weniger ausgerissene Astlöcher hat. Welche Art von Messern für den Hobel es überhaupt am Markt gibt, ob es genau die Sorte Messer sein muss oder ob es vielleicht auch noch andere, speziell gehärtete oder eben für andere Art gibt, die genauso in der Maschine gefahren werden können, aber für diese spezielle Art Holzsorte vielleicht besser funktionieren, das hat man nicht gewusst. Der Punkt ist, hat man die niedrige Leistung einfach irgendwann als gegeben akzeptiert und sich nicht die Zeit genommen, entweder den Business Case für besseres Holz im Vergleich zu niedrigen Stückkosten zu rechnen oder systematisch Experimente durchzuführen, wie man mit idealen Einstellungen aus Messern das Maximum aus dem Hobel herausbekommt. Also nehmen Sie nicht einfach die höheren Ausschussraten bei erhöhter Geschwindigkeit so hin. Die sind vorhanden, ja, offensichtlich, aber führen Sie systematisch Experimente durch. Probieren Sie aus, ob es andere Wege gibt, um Ihr Ziel entsprechend zu erreichen. Die können natürlich auch mal scheitern, diese Experimente, aber wenn Sie es nicht ausprobieren, dann werden Sie auch nie daraus lernen. Mein zweiter großer Punkt beim Thema Geschwindigkeit ist die Materiallogistik, speziell die Materialzuführung zur Maschine und die Materialabführung von der Maschine. Und ganz oft wird das manuell von Maschinenführern oder weiteren Mitarbeitern erledigt. Und die kommen in dem System, in dem sie arbeiten, oft nicht anders oder schneller, als sie es eben gerade tun. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mitarbeiter an der Maschine sich zu langsam bückt oder zu langsam irgendwas weghebt. Die sind eigentlich so gut wie immer an ihrer Leistungsgrenze. Der Königsweg ist natürlich eine automatisierte Zu- und Abführung, die ohne Mitarbeiter auskommt. Also von der Palette auf die Palette. Solche Systeme gibt es, aber die kosten auch immer eine ganze Stange Geld. Man muss hier genau die Rentabilität der Investition rechnen. Kommen solche Systeme nicht in Frage, weil sie einfach in dem speziellen Fall in Ihrem Unternehmen zu teuer wären, dann sollten Sie mal wirklich eine Videoanalyse der Materialzuführung und der Materialabführung durchführen. Natürlich immer mit dem Einverständnis des gefilmten Mitarbeiters und gegebenenfalls auch unter Einbindung des Betriebsrats. Es geht nämlich nicht nur um die Steigerung der Geschwindigkeit, sondern auch in ganz, ganz vielen Fällen um den Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter. Wer sich bei der Materiallogistik bücken, drehen etc. muss und das über viele Jahre macht, bekommt unweigerlich Schmerzen am Bewegungsapparat, also an den Muskeln, an den Gelenken, an den Rücken und ähnliches. Mit einer Videoanalyse sehen Sie in der Zeitlupensicht, was genau für Bewegungsabläufe durchgeführt werden. Steht die Palette wirklich optimal? Und wenn sie nicht optimal steht, dann machen Sie Bodenmarkierungen, wo die Palette gefälligst hinzustellen ist von Ihrem Palettenfahrer. Kann man besser mit dem Eigengewicht des Materials arbeiten? Gibt es Möglichkeiten für Rollbahnen, Hebehilfen etc.? All das bekommt man dem Mitarbeiter wirklich zugute, wie auch dem Unternehmen durch verbesserten Output und durch schnellere Maschinengeschwindigkeit. Zum Thema Prozessaufnahme habe ich hier nochmal ein Video erstellt. Schauen Sie mal mit rein, was die Voraussetzungen sind und welche Möglichkeiten es alles gibt. Da habe ich das nochmal genau erläutert. Für den vollen Überblick arbeite ich zum Beispiel gerne mit Drohnen. Also ich habe mir eine Drohne gekauft, ich habe diesen Führerschein gemacht und so weiter, um den gesamten Fluss durch die Produktion zu sehen. Von oben geht es sehr viel besser aus der Halle, als bevor ich immer nur unten entlang laufe. Gerade wenn es um den gesamten Fluss des Materials und der Mitarbeiter eben und die gesamten Laufwege durch die Halle geht. Und wer sich dafür interessiert, findet in der Videobeschreibung natürlich mein Kontaktformular. Nehmen Sie gerne mal mit mir Kontakt auf. Der dritte Punkt, der die Geschwindigkeit betrifft, sind fehlende Standards. Gerade in Mehrschichtbetrieben ist die Geschwindigkeit der Maschine oft abhängig davon, wer die Maschine führt. Selbst bei der Fertigung eines einzelnen Produktes an einer Maschine, die Ursache sind fehlende Standards und fehlendes gegenseitiges Lernen unter den Maschinenführern. Wenn sich die Maschinenführer der unterschiedlichen Schichten kaum sehen, sondern nur schnell bei Schichtübergabe, guten Morgen und Servus, wie sollen sie denn voneinander lernen, was an der Maschine geht und wie man das Maximale rauskitzelt? Wenn man nicht als Standard aufschreibt und vermittelt, wie der erfolgreichste Maschinenführer seine Maschine einstellt,
wie soll es denn der Benchmark für die anderen sein? Es ist kein Austausch da, es ist keine Kommunikation da und damit auch kein gegenseitiges Lernen. Und wenn Sie eine extrem große Variantenvielfalt an einer Maschine haben, wie zum Beispiel an einer Stanze, das oft der Fall ist, dann hilft künstliche Intelligenz und Big Data, die idealen Maschinenparameter je Produktvariante aus diesen Betriebsdaten entsprechend zu ermitteln. Und das ist übrigens ein ganz spannender Ansatz, den ganz viele noch nicht auf dem Schirm haben. Nutzen Sie diese neuen technologischen Möglichkeiten aus Ihren Maschinendatensätzen, um zu erkennen, welche Muster sich da entsprechend bilden. Bleiben Sie gespannt, wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.